Und dann hast du ja im Urlaub die Möglichkeit, andere Kulturen, andere Lebenswelten kennenzulernen, auch einmal über den eigenen Tellerrand hinauszusehen. Hm. Wen hast denn du kennengelernt? Du warst eigentlich nie draußen. Das hast du ja gar nicht mitgekriegt. Da hat sich der Nachbar ein paar Mal beschwert, weil ich die ganze Zeit geschissen und gekotzt habe. Dann ist der gekommen wegen dem Lärm. Das war ein hochvergeistigter Kerl, der war direkt gegenüber. Der hat Sätze gesprochen in einer Länge. Ich hätte nicht gewusst, wo man die Kommas nahe machen. Der war Heiliger, das war ein Hindu. Hindu? Mhm. Ist das ansteckend? Das Kotzen und das Scheißen, ob ansteckend ist. Na, was nein, der Hinduismus. Na, ich habe mich dem Herrn mehrfach hingegeben, er hatte ja keine Zeit. Ja, ich meine, ist der Glaube sowas wie eine Krankheit, so eine sexuell übertragbare? Und jetzt bin ich dann nicht mehr katholisch, ja, Sommer, sondern Hindu. Ja, sicher, du bist Hindu. Du Scheiße. Jetzt weiß ich auch, warum ich wochenlang nur einen Dudler gesoffen habe. Warum? Weil ich mich vorher mit dem Österreicher begnügt habe. Und wenn ich mit dem Ahmed jetzt weiter Sex habe, dann darf ich gar nichts mehr fressen, nichts mehr saufen, nichts mehr rauchen, gar nichts, weil ich mich an den Ramadan halten muss. Wenn du jetzt Hindu bist, dann musst du aufpassen. Kein Rinderfleisch mehr, kein Tafelspitz, ja, kein Rindsgulasch, nichts mehr. Ja. Und Matthias, wenn ich seit Sommer Hindu bin, das sind ja einige Monate, ne, dann hätte ich ja immer, wenn ich meine Tage habe, gar nicht mehr ausschlafen dürfen.